Hallo, liebe Zuschauer. Wir haben heute den 30. März. Kurze Lage hier auf Koh Samui. Wir haben bis jetzt offiziell 2 Corona-Fälle. Beide sind Franzosen, die also hier auf die Insel gekommen sind. Die sind, so viel ich weiß, in Natron untergebracht. Ja, ansonsten haben wir keinen weiteren Fall. Ich habe ja schon mal einen Film darüber gemacht, wie es mit den Tests aussieht. Man hatte also keine Tests mehr und dann ist es natürlich sehr schwer, Leute festzustellen, die den Coronavirus haben. Aber ich hoffe, das haben die jetzt wieder in den Griff bekommen. Ja, gestern sind Freunde von mir noch ohne weiteres hier von Samui weggeflogen nach Bangkok. Die haben da noch einen Flug buchen können, weil ihre gecancelt worden ist bei der Thai Air. Und sie haben für 2 Personen 1.800 Euro bezahlt. Mit der Begründung, da die Flieger ja auch leer nach hier kommen. Und die müssten also heute auch in Brüssel landen und dann ins Chaos Europa rein mit dem Coronavirus. So, ich werde heute noch, oder ich muss heute noch nach Chaweng. Ich werde euch mal mitnehmen, damit ihr mal so ein bisschen auf dem Laufenden seid, wie es denn jetzt hier aussieht ohne Touristen. Also draußen, der Straßenverkehr ist weiterhin ganz normal. Die Regierung hat ja eine Einschränkung ausgegeben, dass man zu Hause bleiben soll, beziehungsweise man soll den Kontakt mit fremden Menschen vermeiden. Und wir haben das also bis jetzt auch so eingehalten. Schon seit Tagen sind wir nur noch unter uns. Pitti musste heute zu ihrem Arbeitgeber. Der Arbeitgeber hat alle Angestellten gerufen, die sollten da hinkommen. Ob das eine gute Idee jetzt ist, dass sie jetzt alle da zusammenkommen, ich bezweifle es. Mal gucken, welche Botschaft da verteilt wird. Ich gehe davon aus, dass also einige freigestellt werden oder die werden einfach entlassen, weil keine Touristen mehr hier auf der Insel sind. Ihr werdet nachher auch sehen, dass viele Geschäfte jetzt ihre Stahlrollladen runter haben und sich darauf eingerichtet haben, längere Zeit zuzuhaben. Diejenigen, die hier gewesen sind, wissen ja, dass wir hier von Menam Richtung Chaweng Neu Bauarbeiten haben, Straßenbauarbeiten. Da sind die Feste weg dran. Die freuen sich bestimmt, dass so wenig Verkehr ist. Und von Menam aus bis nach Bophut ist die Straße schon fertig. Das werde ich gleich noch filmen, wenn ich jetzt unterwegs bin. Und ich wollte dann auch für euch mal nach Chaweng zur Beach Road fahren. Da könnt ihr dann auch mal sehen, wie es jetzt so über Tag ist. Wie ich gehört habe, ist es also sehr leer. Ansonsten gibt es hier nichts Dramatisches zu berichten von Koh Samui. Koh Samui hat sowieso ein Eigenleben und hier ist Stress wegen dem Coronavirus nicht zu merken. Auch die Shoppingcenter, die wir jetzt anfangen zu meiden, wir gehen also mehr nach 7-Eleven, um da schnell was zu kaufen. Und da hält man sich auch auf Distanz. Ist alles noch vorhanden. Wir haben also diesbezüglich kein Problem hier auf unserer Insel. Okay, ich nehme euch jetzt mal mit und dann könnt ihr mal sehen, wie es denn draußen aussieht. Tschüss. Ja, wir sind hier in Menam auf der Höhe von Santiburi. Ich fahre mal mit euch runter. Ich sagte ja, dass die Straßen fast fertig sind bis Chaweng Neu. Fast. Und ein Teil gehört natürlich hier dazu, das ist Menam, wo das Ganze gestartet hat. Man muss sagen, da haben sie also einen guten Job gemacht. Wenn man bedenkt, wenn man immer über 30 Grad draußen arbeiten muss, zwar sind es meistens Gastarbeiter, die das machen müssen, aber es ist gemacht worden. Was mir auch aufgefallen ist bei der Fahrt heute, etwa 90% der Thais haben Mundschutz und höchstens 50% der Pharangs. Das finde ich gar nicht so besonders, weil unabhängig davon, wie die Diskussionen sind, ob das was hilft, könnte man aber hier zeigen, dass man solidarisch ist mit den Thais
und eben halt auch einen Mundschutz trägt. Wir wissen ja, wenn man sich angesteckt hat, dann weiß man es ja noch nicht. Und wenn man dann anfängt zu husten, dann steckt man eben halt andere Menschen an. So, hier ist das Ganze zu Ende mit der neuen Straße. Ja, ich sagte ja, die sind feste weg hier am Arbeiten. Also man kann damit rechnen, dass etwa in 4 Wochen ist hier soweit alles fertig. So, ab hier ist die Deckschicht fertig. Wir freuen uns natürlich sehr darüber, da wir ja jahrelang jetzt hier die Bauarbeiten hatten. Rechts und links wurden ja die Abwasserkanäle für Regenwasser neu gelegt. Das war ja gar nicht da. Jetzt haben wir auch Bürgersteige. Das gab es vorher noch nicht. So, wir kommen jetzt hier nach Bobhut. In etwa 300 Meter Entfernung ist ja auf der linken Seite, wo früher die Walking Street gewesen ist. Ja, früher. Alles ist ja abgesagt. Wenn ihr mal drauf achtet, die Geschäfte, die für die Thais notwendig sind, sind natürlich offen. Aber Touristikgeschäfte mit Souvenirs oder Massagen, die sind alle geschlossen. Ja, ich bin jetzt hier in Chaweng am Kreisverkehr. Viele kennen das ja, das ist der Ausgangspunkt jetzt. Dann fahre ich mal ganz hoch bis zur Beachstraße von Chaweng. Und darunter, und dann könnt ihr euch das mal ansehen, wie es jetzt aussieht ohne Touristen. Ja, hier rechts ist der Kreisverkehr. Diejenigen, die hier gewesen sind, die kennen das ja. Jetzt fahren wir hier diese Straße hoch. Wir passieren da auch Central Festival auf der rechten Seite. Hier Boutiquen sind geschlossen. Auch die Massagen hier sind geschlossen. Keine Massagen-Girls outside. So, und jetzt fahren wir hier oben rechts in die Beach Road von Chaweng rein. Die Straße ist komplett aufgerissen worden. Das Kanalnetz ist erneuert worden hier, also die Infrastruktur wird weiter überarbeitet. Da hinten ist noch eins auf, Seafood, Thai Food. Wir leben noch mit der Hoffnung, dass noch ein paar Touristen hier hängen geblieben sind.
Aber wie leer gefegt ist es hier. Was ich da eben schon sagte, Stahlrolltore sind runter. Hier ist nichts mehr los. Absolut ausgestorben. Und wenn das jemand kennt, der weiß, was hier los ist, auch zu dieser Zeit, wir haben hier jetzt 11:30 Uhr, mal sehen, vielleicht würde ich die nächsten Tage auch mal abends hier durchfahren, um mal eine Aufnahme zu machen. Ja, hier, Amazonas, das kennt hier auch jeder in Deutschland, die haben auch zugemacht. Es lohnt sich nicht. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier vorbeikommen. Eine Riesenschlange. Für die Bauarbeiten ist das natürlich klasse, wenn nicht so viele hier durchfahren. Dann können die die Straße auch mal fertig machen. Und bitte vergesst Koh Samui nicht für euer nächstes Urlaubsziel. Dann ist hier alles tipptopp, wenn ihr jetzt wieder nach hier kommt. So, schlängeln wir uns mal hier durch. Oh mein Gott, ist ja eine Katastrophe. Ich versuche jetzt gleich mal hier rechts abzubiegen. Also mehr brauche ich euch ja gar nicht zu zeigen. So, also da wird alles aufgerissen, ist keiner. So, jetzt fahre ich hier mal, wo normalerweise nur die Touristen gehen. Rolltore runter, abgeschlossen. Temporary closed. Die wissen auch nicht, wann sie aufmachen. Green Mango Bar. Alles ist zu. Hier auch alles geschlossen. Ja, jetzt mache ich, wie ich schon sagte, meine Besorgung und dann geht es wieder nach Hause in die Isolation. Versuche natürlich nicht mit anderen Menschen zusammenzukommen, wie das jeder machen sollte, damit endlich die Infektionskette unterbrochen wird. So, wir sind jetzt hier wieder zurück. Am Central Festival Richtung Kreisverkehr. Tesco und stelle fest, hier sind die Tische nur mit einem Stuhl belegt. Nur wenn man eben halt als Pärchen hier kommt, sie also kennt, kann man einen zweiten dazu tun, um auch hier die Infektionsgefahren einzudämmen. Ja, hinter mir ist das Central Festival. Da sind also auch nur die Geschäfte auf für Lebensmittel, ansonsten ist alles zu. Was ich ganz toll finde, ist, an allen Geschäften, wo man reingeht, ist Desinfektionsmittel. Die Temperatur wird da gemessen. Also ich muss sagen, da ist Thailand ganz gut. Ich habe da einige Berichte von Deutschland gesehen. Die waren also für uns erschreckend, das hier zu sehen. Vor allen Dingen an den Airports in Deutschland.
dass man da keine Desinfektionsmittel hat. Wie gesagt, man kann auch überall noch Desinfektionsmittel kaufen. Alles ist noch vorrätig. Ja, und ich hoffe, dass es sich hier also nicht groß ausbreitet. Und bitte vergesst Koh Samui nicht für euren nächsten Urlaubtrip, denn Koh Samui braucht euch. Es werden viele Geschäfte geschlossen sein, wenn ihr nach hier kommt. Aber mit eurer Mitwirkung und mit eurem Euro wird das wieder aufgebaut. Wir haben ganz bestimmt eine Zukunft, ganz bestimmt. Die Erde macht gerade mit den Menschen eine Pause und dann geht es wieder weiter. So. Mit diesen Worten möchte ich mich von euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.